drauf und dann passiert sowas mit dem Umknicken in Hamburg. Aber das wussten wir vorher, wir wollten keine Entschuldigungen machen. Die da waren, haben alles gegeben für unser Land und hat am Schluss immer so ein bisschen das Quäntchen Glück und das Quäntchen Erfahrenheit gefehlt. Sie haben ja eigentlich noch diesen olympischen Traum, mit dem sind Sie auch hier angetreten in Berlin. Der ist jetzt erstmal in weite Ferne. Der Deutsche Basketballbund möchte sich bewerben um so ein Quali-Turnier für die Olympischen Spiele. Wenn das nach Deutschland geht, wären Sie dabei? Also ich bin ja jetzt raus aus der Gruppe, soweit ich das verstanden habe. Ja, aber es gibt ja noch die Möglichkeit, sich als Austragungsort zu bewerben für ein Qualifikationsturnier für die Olympischen Spiele. Und wenn das in Deutschland stattfindet, dann darf der Gastgeber auch dabei sein. Ja, ist es so raus? Also das weiß ich alles gar nicht. Ja. Warum kümmere ich mich jetzt nicht? Wir haben jetzt ein schweres Spiel wieder verloren. Wir sind jetzt bei der EM ausgeschieden, bei der Heim-EM und das ist erstmal bitter und alles andere besprechen wir danach. Und das war dann auch nicht Ihr allerletztes Länderspiel für die deutsche Basketballnationalmannschaft. Schauen wir mal. Okay. Kann ich verstehen. Alles Gute. Danke dir. Toi, toi, toi. Verarbeitung läuft. Schwieriger Moment für ihn. Ah, jetzt können wir vielleicht den Moment nochmal mitnehmen hier. Ich glaube, er hat sich nur den Schweiß rausgewischt. Es waren noch keine Tränen. So, da geht er hin. Besonderer Moment, sind fast alle geblieben. 12.000, 13.000 Menschen verabschieden Dirk Nowitzki. Wir wollen nicht hoffen für immer aus der deutschen Nationalmannschaft. Aber auch das kann sein. Wir reden gleich. Jetzt hören wir erstmal.